Hallo liebe Bogenschmidt-Freunde, ich bin's mal wieder, Alexander Lind von Fichtenech Armory. Wir haben ja schon lange keine Videos mehr gemacht, weil es gab einige Veränderungen, dazu komme ich noch dazu. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal wieder ein neues Video, hier eine andere Location und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, heute sind wir hier in Kahla. Man sieht hier im Hintergrund die wunderschöne Leuchtenburg. Wie einige wissen, haben wir unseren Lebensmittelpunkt ja von Jena nach Kahla verlegt. Deswegen war es auch ein bisschen ruhiger die letzten Tage. Wir haben hier unsere neue Wohnung renoviert, einen eigenen Indoor-Schießanlage aufgebaut und so weiter und so fort. Deswegen hatten wir einfach keine Zeit, Großvideos zu machen. Aber wie gesagt, heute vor historischem Hintergrund ein neues Video von uns. Und damit fangen wir jetzt mal an. Ja, wie einige wissen, gibt es ja hier schon die Wesp. Schon eine geraume Zeit hier bei mir bei Fichtenech Armory. In zwei Ausfertigungen, die Wesp FA und die Wesp HT. Die Wesp FA sieht ähnlich aus wie der hier, zu dem komme ich nachher noch speziell. Gibt es mit drei Griffhölzern, Schwarzglas belegt, ist halt ein Ultra-Kurzbogen, also die Bögen haben eine Sehlänge von 43 Zoll, sind baubar bis 31,5 Zoll, sind halt hauptsächlich gedacht für Jäger. Wie gesagt, man hat durch die kompakte Bauweise kann man ganz andere Schüsse realisieren wie bei so einem riesen Langbogen. Hier wurde wirklich Augenmerk drauf gelegt, Kompaktheit und dennoch ein vollwertiger Bogen. Leistungsstark und trotzdem weich zu ziehen, gerade die kurzen Bögen haben da wirklich das Problem des Deckings sehr oft. Ich habe hier lang dran rumgewuselt, um das Ganze so hinzukriegen, dass er eben bis zu den geplanten Ausdruck ohne Stacking funktioniert. Danach ist aber auch wirklich Schicht im Schacht. Kunden, die die Wesp schon haben, wissen das, dass bis zu dem Auszug, der geplant war, alles schön und gut ist, aber weiter darüber, der kommt wirklich dann die Wand. Ja, natürlich gibt es immer Custom. Ich baue ja eigentlich nur Custom und auch selbst die Wesp wurde schon von einem Kunden als Custom nachgefragt. Ja, natürlich gibt es immer wieder Veränderungen und auch immer wieder Sonderwünsche, genauso wie der Kunde, der sich diesen Bogen hier gewünscht hat. Sieht aus wie der Wesp auf A, ist es aber nicht. Es ist quasi eine Custom Wesp. Und hier gibt es die passenden Pfeile dazu. Diese Pfeile werden mit dem Bogen hier verschossen. Also, ja, der Pfeil ist recht groß, der Bogen ist recht klein. Die Besonderheit an diesem Bogen hier ist, dass trotz der kurzen Bauweise es ja tatsächlich möglich ist, Pfeile bis zu einem Auszug von 32 Zoll zu schießen. Der Bogen hat auch ein Carbon-Backing obendrauf. Sprich, die äußere Lage hier ist mit 0,6 mm Carbon-Laminat versehen. Darauf befinden sich zur Stoßsicherheit mehrere Schichten Lack. Der Griff hier in dem Fall aus Räuchereiche gemacht, auch wieder nur geölt und poliert, damit man halt eben noch ein bisschen das Handfeeling hat. Die Tipps wurden hier aus schwarzem Elfenbein gemacht. Aber es geht hier eigentlich gar nicht so sehr darum, aus was der Bogen hier gemacht ist, sondern eigentlich darum, was der Bogen wirklich kann. Weil es gibt wirklich viele Leute, die denken, ey, so ein kurzer Bogen, damit kann man nie so einen Auszug realisieren. Und ich möchte an dieser Stelle nur sagen, nur weil es jemand nicht kann, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Es heißt nur lediglich, dass derjenige es nicht kann. Dass es dennoch möglich ist, zeige ich euch jetzt auf diesem Video. Ja, zu dem Pfeil möchte ich auch noch was sagen. Es handelt sich hierbei um Niora Ducala mit einem Spine-Wert von 400. Weil der Bogen hier hat 50 Pfund auf 32 Zoll Auszug. Ich möchte hier nochmal Klaus Schüssler von Niora Archery nochmal meinen großen Dank und meinen Respekt dafür sagen, dass er wirklich solche schönen Pfeile hier baut. Die Pfeile hier wurden von CTH Arrow noch mit einer wunderschönen Federwicklung versehen. Die Federn, die hier verbaut sind, sind 4 Zoll Niora Speedline Federn, die nochmal einen flacheren Pfeilflug machen. Die Federn sind gedreht, aufgeklebt, sodass der Pfeil im Flug auch einen Drall erreicht. Spitze hier vorne ist eine 100 Grain 3D-Fehlspitze drin, ein Protektorring vorne drauf. Und jetzt schieße ich den Bogen mal. Ja, man sieht es, es war nicht ohne Grund, dass wir uns auf so einem großen Feld hier getroffen haben. Die Pfeile, trotz des hohen Eigengewichts von fast 450 Grain,
sind dennoch 72 Meter weit geflogen. Deswegen braucht man einfach Platz, damit ich es euch beweisen kann. Ja, wer jetzt immer noch sagt, es geht nicht mit so einem kurzen Bogen, so einem großen Auszug, ich hoffe, ich habe ihm einen besseren belegt. Und möchte durch Ossi, der den Bogen hier kriegt, zum einen nochmal bedanken für die echte Herausforderung, weil es war schon wirklich Arbeit, das kleine Ding so zu bauen, dass den Auszug mitmacht. Auf der anderen Seite möchte ich Ihnen auch eine Menge Spaß damit wünschen, weil sowohl der Bogen als auch die Pfeile, das sind übrigens dann wirklich als 6, nicht nur 3, gehen an ihn. An dieser Stelle alle ins Kill, Ossi. Der Rest, wie gesagt, so kurz und so langer Auszug.